Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, wir sind heute beim Breakletics Community Powerhead Mover Wochenende in Herne. Und ihr hört es vielleicht schon im Hintergrund, das Breakletics Warm-Up von der Outdoor Session läuft schon. Wir sind hier auf der Halde, mega coole Location. Und ich zeige euch als allererstes direkt ein paar Ausschnitte vom Workout. Let's go! Yo, das Outdoor-Workout ist jetzt vorbei mit der ganzen Community. Also jeder war offen eingeladen, um mitzumachen. Und als nächstes geht es weiter mit Content-Produktion. Das heißt, es wird noch ein bisschen was laufen. Hier hinten läuft jetzt gerade noch das Cooldown. Und ja, war mega cool. Ihr habt ja ein paar Ausschnitte gesehen. Waren doch richtig viele Leute hier, obwohl man hier eine halbe Stunde mit Sicherheit hochlaufen muss auf die Halde. Aber trotzdem mega cool, dass unsere Leute trotzdem am Start waren. Und ja. Shit, ey. Viel zu anstrengend. Tausendmal das gleiche machen. Hey, was geht ab, Leute? Fotoshooting ist im Kasten. Jetzt noch ein kleines Breakletics Freestyle Workout. Let's go. Also, kurze Info, wir gehen jetzt zurück nach unten und die Vicky ist wie immer sauer, weil sie irgendwie beim Workout ein bisschen abgekackt ist. Das ist ein absoluter Blödsinn. Die Sache ist eigentlich die gewesen, dass überhaupt nur eine von uns beiden Personen hier das Workout mitgemacht hat. Die andere Person hat nämlich nur auf wichtig Videos gemacht und hat sich danach gewundert, warum die Person, die Vollgas mitgemacht hat und ihr absolut Bestes gegeben hat, das Allerbeste, was irgendwie aus ihrem Körper zu holen war, rausgeholt hat. Das war echt anders. Habe ich sie auch gefragt. Ja. Ja. Oh. Also hier an rechts ist ja nicht so schlimm. Merkt man, wie ausländerfeindlich das ist halt in Österreich ist der Leistungsstandard halt der Sportler ein bisschen anders als bei uns hier in Deutschland. Mhm. Gerade hier in NRW ist halt schon krass, ne? Ja, wie sagt man Leistungsstandard bei euch? Leistungsstandard? Pusche oder so. Ja, ist ein Blödsinn. Auf jeden Fall haben zwei Personen das Workout in dieser Dreierkonstellation mitgemacht und eine Person nicht. Aber das hatte ja Gründe. Ja, weil das, nur, dass du nachher dann frech reden kannst. Ja, gar nicht frech. Du warst einfach direkt zickig und hast gesagt, du redest nicht mehr mit mir. Weil du ständig Meldungen sind, schiebst, die Meldungen natürlich sind. Natürlich nicht auf schiebst. Video aufgenommen wurden. Somit habe ich jetzt leider keinen Beweis. Also gebe ich ehrlich eigentlich zu. Wissen alle, dass ich voll nett bin. Aber man müsste ja eigentlich nur so uns beiden ins Gesicht schauen und dann weiß man sofort, wer die Wahrheit spricht. Hm? Das ist auch immer viel Arbeit, oder? Für dich mit Untertiteln und so. Mit den Untertiteln? Ja, das ist auch wirklich schwer. Also Untertitel, wovon redet ihr? Ja, wenn ich mit euch mich unterhalte. Da muss er ja für seine Zuschauer Untertitel. Wir reden jetzt schon echt lange und wenn ich jetzt keine Untertitel mache, ist das ja voll schwer wegen dem Dialekt. Ich spreche Hochdeutsch. Nach der Schrift. Ja, genau so wie man sprechen muss, spreche ich auch. Ich muss euch mal ganz kurz stören. Bitte. Deine Tochter ist richtig sauer auf mich. Warum? Weiß ich nicht, die ist zickig. Ist das öfter, wenn die Hunger hat oder so? Ja, wenn die Hunger hat, kannst du es vergessen oder in der Früh, weißt du, wenn sie wach ist, darfst du sie auch nicht ansprechen, weil dann spinnt sie auch total herum. Das Beste ist, du bist ruhig, weil sie frühstückt ja gar nicht. Ja, und das ist ja selber schuld, wenn sie schlecht gelaunt ist, oder? Ja, wem sagst du das?
Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Tag 2. Gestern nach dem Barbecue waren wir alle so müde, wir sind eigentlich relativ früh pennen gegangen. Und heute sind wir in Pottbrus hier in Herne. Und ich gebe da einen Handstand-Workshop mit Micho zusammen. Gleich geht's auch schon direkt los. Also, let's go! Der Sonnenbrand auf seiner Schulter ist auf jeden Fall 1A. Ja, Leute, das war's. Ein Wochenende mit Breakletics zusammen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Einblick. Neben der Handstand-Class und dem Outdoor-Workout hatten wir noch jede Menge andere Workshops, die interessant waren. Und ich freue mich schon auf September. Ne? August, 11. August in der Runbase in Berlin. Ich freue mich schon auf August, 11. August in der Runbase in Berlin. Gibt es nochmal ein Treffen, aber diesmal ist es für jeden zugänglich. Könnt ihr euch schon im Kalender eintragen. Ich freue mich drauf, wenn wir euch da begrüßen dürfen und wenn ich da euch auch mal live treffen kann. Euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Das wird ein geiles Ende.